Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mr. Flea. Wir werden jetzt ein paar Betonteile setzen und weitermachen. Kurzen Happen essen. Kohle hat sich gemeldet, Hunger. Das heißt, dass wir müssen heute mal ohne Futter, ne? Das ist ohne Krankheit. Ich habe ja nichts anderes mehr, oder kaum noch ein anderes Honig, oder Fleisch, was ich kann. Mein Meister oben, muss ich mal schauen, aber müssen wir sehen, ob wir den Kram fertig kriegen. Wenn der Kram nicht fertig wird, dann sieht es eng aus. Zumindest, ja, eng. Beim letzten Glückwunsch haben sie mich umgebracht, weil ich ein bisschen leichtsinnig war. Und nun soll ich mir ein bisschen mehr... Ja, zumindest so bauen, dass sie mir nicht erreichen. Das heißt, sie müssen sich, was ich. Da habe ich mich erschrocken. Ich muss ja hier irgendwie das zumachen. Sonst brechen sie mir ein. Beton ist ein bisschen, ne, das ist schon mal gut, da könnte ich dann nur auf innen machen, ne? Ich habe mal 2 Punkte bekommen, wie schön. Das gleiche muss ich drüben auch wahrscheinlich machen, aber dann werde ich erstmal hier zumachen. Wahrscheinlich später, mal sehen. Oder ich mache da komplett von hier so zu weiter und drüben auch, dass sie sonst ansonsten erstmal durchs Haus müssen. So. Beton machen bringt eigentlich viel XP. Muss man alles haben, ne? Und das ist trocken geworden. Schön. So, das wollten wir ein bisschen wegmachen. Der hat 5000 wert. Das heißt, die müssen sich schon kräftig anstrengen, um dir hier durchzukommen. Der Beton ja auch besser als diese Pflastersteine oder diese die grauen Dinger, die wir jetzt überall gebaut haben. Dann müssen wir auch machen. So, da kommen die ran. Wir haben es kurz vor 10. Also sieht mal ganz gut aus. Hier muss noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, da ist zu. Hier wäre auch nicht so wichtig, aber wir müssen mal sehen, dass wir hier weiterkommen. Da haben wir zugemacht. Hier wird keine. Aber nicht hier. Meistens hier leben.
haben wir schon viel Zeit gekostet, weil ich einfach in der Rohstoffe haben muss, das alles machen zu können. Das heißt, Steine. Sand ist hier Mangelware. Das muss auch hergestellt werden, bitte. Ja, und dann. Ungefähr kann ich das hier. Grün. An der Ende muss ich auch noch einfach lassen. Und so ähnlich wie hier. Ich habe das Deck von der Hunde nicht bekommen. Komm mal hier rein. So, der Keller hat mich liegen, glaube ich. Das war ja meine Sorge, dass der Keller nicht. Eine Schwachstelle werden würde hier. Und so mit diesen Teilen. Wie man aufwerten kann mit Stahl, ne? Jetzt haben sie einen Wert von 5000, wenn es aufs Geld ist. So, das haben alle. Ja, und dann haben sie einen Wert von 7000, glaube ich. Und das ist schon eine Hausnummer, das ist schon was Gutes. So, wir tauschen jetzt alle, mal schauen. Und hier werden wir einfach eine Mauer setzen, dass sie, naja gut, die werden sich durchgraben. Ne? Aber mal sehen. Entscheidend ist, dass sie ja nicht sofort zur Hausnummer kommen. Das ist ja ganz wichtig. Dass sie, wenn sie sich auf drüben, natürlich kommt das, die Beton, also diese Steinteile weg. Die schlage ich vorher weg. Und dann kommt hinten noch Eisendinge noch vor, dass sie im Prinzip drüben müssen wir warten müssen, bis ich so weit bin, dass ich kommen kann und abballern kann. Und die drei sind letzte Hoffnung. Wenn sie mal eindringen, dann werden die unter Beschuss genommen. Auf dem Dach habe ich auch so stehen, so ein. Falls sich die. Ja. Die Geier kommen. So. Ich habe Sand, ich habe Ziegeln. Gut. Ich sehe mal gerade so, wir werden noch einen zweiten Löcher brauchen. Das war auch ziemlich lang. Na gut, dann machen wir das nächste Mal, wenn es richtig, wenn es weitergeht, ne? Ja, Ziegel war nicht notwendig. Vielleicht ein paar Eisenteile holen. Genau. Das werden noch viel machen müssen, fördern. Von der Soße. Blei muss ich noch holen. Na, Blei nicht. Nitrat. Nachdem ich herausgefunden habe, dass die Autokühler aus Messing sind, ist unser Munitionsproblem erstmal erledigt. Also wir haben reichlich unsere Munition. Das ist kein Thema mehr. So. Vor allem können wir so sehen, dass wir gerade arbeiten. Und machen wir auch zu. Sicher. Weil die nämlich schön auch nach unten drücken. Wenn es zu lehnen ist, dann ist das eher fast wie Holz, ne? Die kommen die im Haus. Ach, ich soll erst nehmen, weil das passt hier. Felder tun mir weh. Dann hat er erreicht. So. Können wir unsere 500 von oben schauen, ne? Oder bestaunen. Wollte nicht reinfahren.
12 werden wir unsere Kiste wiederholen. Jetzt haben wir schon 11 Uhr. Mal schauen, wann die kommt. Also, wo sie hingeht, ne? Gut, dass ich Verteile hergestellt habe. Also hier auf dem Bohrer Flugstaffklasse 1. Aber ich kann auch keinen herstellen, bevor ich wollte habe. Mit Zufall gefunden, sagen wir so. Ups. Wollen wir nicht reinfallen. Einen Blick nach vorne haben. Und deswegen haben schon die Bäume gefällt. Weil ich mir nicht gesehen habe. Und die Performance hat auch mächtig gelitten darunter. Mittlerweile geht's wieder. So. Gitter verlegen. Zack. 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 Darunter wäre auch nicht schlecht gewesen, aber okay. Und da werden wir nochmal Steine setzen. Hier ist es, dazu ist. Dass da keiner rein kann. Das ist schon auf halbe Sicherheit hier. Sehr gut. Also Benzin war auch Teil Wahnsinn. Aber wenn man so überlegt, dass wir eben am Zeit eingespart haben. Und die Schraube wäre noch nie weit gewesen. Geschweige Metall. Metall hatten wir von 600, da ist ganz schön Boden. Keine 500, das ist ein bisschen wenig gewesen. Also Lehmkäfig genug. Und Erz. Und auch bei Erz ist noch ein bisschen Zahn dabei. Also wieder. Gut. Bin hier um weiter. Der Sprit alle. Na, der dabei bringt auch viel Spray, ne? Aber der macht ja die Masse aus, ne?
Vorwärts. Vor allem den Bohrer hier behalten, ne? Hier lassen, falls wir unseren Rucksack nicht wieder kriegen, dass der nicht weg ist. Noch gleich mal stärken. Haben wir heute genug in den Garten gemacht. Beziehungsweise, vielleicht jetzt erstmal. Jetzt machen wir einen Ausflug. So, wird man gleich das Material hier reinbringen, die Rohstoffe, Zement machen wir auch rein, Beton auch, Pflastersteine, Steine, Stofffetzen, das werden wir einschmeißen. Schmelzen können. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir hier lassen. Die lassen wir auch hier. Wasser können wir auch hier lassen. Die Dose auch. Den brauchen wir. Benzin lassen wir auch hier. Ganz wichtig. Den Bohrer. Unsere Teile. Aber das brauchen wir alles. Tee, Kaffee. Dann kann hier bleiben. Das auch. Das war auch da. Wollten wir einschmelzen. So. Das da rein. Gut, wir haben jetzt kein Feuerholz da. Gut, okay. Egal. Haben wir was? Oder was, wir haben noch, oh, das ist hier reingelegt, weil schon die 6000 Holz von den Bäumen brauchen. Mit der Motorsäge mal ganz kurz mal. Oh, das reicht doch schon. So, jetzt geht los. Speisen, ne? Hier kann man so schön unter Beschuss nehmen. So, nutzen hier. Toto. Hier schauen wir, ob wir oben Mais ernten können. Gestern war zu spät, gestern war schon überreif. Wir wollen es gerade mit nur noch Saatgut retten. Oh, ist fertig. So, Maiskolben können wir schön Maismehl machen und Maismehl nachher. Ne? So, das haben wir schönes. Ah, verstehe ich nicht. Korn. Muss noch wachsen. Gut. Anpflanzen wieder. Muss ich rausfinden, ich besser trainiere. Gut. Und nicht gut. Nichts zu weisen. So, geht los. Können wir auflassen. Machen wir hier zu. Bin nicht da. Waffe im Anschlag und los geht's. So, kurze Orientierung, wo wir da hin müssen.
nach Osten. Dann fahr Richtung Osten. Vielleicht haben wir was Schönes gefunden, ne? Kurze Bekundung, Karteneinsicht, wo ist? Da ist er nicht bei. Das ist gut. Mal sehen, wir noch alles hin. Ach, wir wollen noch Etat befördern. Etat. Das werden wir noch machen. Kohle haben wir noch, da können wir Schießbrüche stellen. Wenn wir noch Blei fördern, dann können wir noch mindestens 1000 Schuss erstellen. Also fast 1000 Schuss, also für Blei. Hülsen müsst ihr noch gucken, da muss noch einiges zusammenkommen. Dann haben wir reichlich Munition für, glaube ich, morgen. Also 35, 28, ja, müsste morgen sein. Hier im Haus irgendwo ist es. Dann können wir zurückfahren und den Rest fertig machen. Vom Kram. Was wir noch haben müssen, was zu essen. Heißt so ein kleines Wildschwein oder. Wäre nicht schlecht, ne? Vielleicht finden wir hier was. Zu essen nichts, aber Munition, immerhin was, ne? Tja. Die Farm, wo ist die? Das ist Mais. Da. Wir werden der Straße folgen und hier das Mais holen. Das Grüne jedenfalls. Nur mal testen. Auf geht's, wenn wir was zu essen haben, nützt ja auch nichts. Bin schon mal verhungert hier beim Spiel. Aber da war ich noch eine Eiswüste gewesen und da habe ich mal getestet. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht gut. Da um die Ecke, da findest du das Essen ganz wenig. Also Maisfelder findest du da überhaupt nicht. Es wird da auch rein theoretisch wachsen, denke ich mal. Aber das ist ja nicht logisch und da muss man und viel mit Jagd arbeiten, da muss das Klamotten haben, die gegen die Kälte gut sind und das ist schon mal schwierig. Ne? Also hier ist optimale gleich zu finden. Wenn wir jetzt hier noch ein, zwei Zombies finden, um später wieder aufzuleveln. Das kommt dann auch noch gelegen. Also zum Händler müssen wir fahren eigentlich. Entschuldigung. Da wo der Ausrufezeichen ist. Und da brauche ich mal was zu finden. Das Bescheid ist zum Kaufen. Keine Ahnung, ob da Schulden gibt. Leider kann ich kein Englisch und von daher ist es ein bisschen schwierig für mich. Da das entsprechende. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken auf die Karte. Schon zu weit gefahren sind. Wir sind zu weit gefahren. Und dann werden wir mal kurz drehen. Und hier abbiegen. Naja, zu weit war es noch nicht gewesen, abgesehen davon. So. Ja, da ist schon einer da, den man begrüßt. Und ich grüße mal zurück. Mit freundlichem Blei. Mit Schalldämpfe. Muss sein. Der lässt mich sowieso nicht in Ruhe. Ja, Blei oder Bronze immer lieber, ne? Wo ich schon ein bisschen genug habe, aber kann man nie genug haben. Chrysanthene, ja. Maisstaude bringt Mais. Gut. Muss man wissen, ne?
alles nur Korn, das Korn, Panel. Was immer heißen soll, ne? Hier ist ein Baumstumpf, da könnte Dings schon sein. Honig. Meine geht's in Eige. Ja, Honig. Das ist gut. Wenn man krank ist, kann man das ganz gut bekämpfen. Nur mit Defension los. Was die Geier ganz gerne übertragen. Ich muss schauen, ob ich draußen pflanzen kann. Und nochmal einen Bohnen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Die Beeren sind auch schön, aber leider zu wenig nahrhaft. Also man muss ja. Man ist am Essen und Essen und Essen, man kann nicht aufhören. So meistens schon mal nicht schlecht. Rennt nicht weg. Wobei gelungen. Gibt viel Maismehl und dann kann man gut Kuchen backen. Du bist durstig. So, wo ist mein Fahrrad? Da oben. Das schon mit Mais haben, ne? 74, das ist genug. Schauen wir mal nach im Häuschen hier. Wo wir hier sind, ne? Zwei! Mensch, das hat man tatsächlich übersehen. So ein paar Messingteile sind nicht schlecht. Ich hätte gerne eine Eisenschaufel. Eine Stahlschaufel oder sowas. Eine Stahlschaufel. Eisenschaufel habe ich doch schon. Leder, ja, Schrott immer gerne, Lampen, ja. Und Benzin ist gut. Man kann auch hier Benzin herstellen, muss es nicht, aber ich denke mal, da sind wir noch weit weg. Also wird faul und ranfahren, ne? Naja, zwei Geldscheine. Das macht mir reich. Sowieso, das soll es von der Idee. Wir waren auch noch fertig. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Und hören Sie sich dann das nächste Mal wieder, denke ich mal, ne? Tschüss. Hoffentlich. Ich würde mich freuen. Na, volle Kühle. Okay, volle Kühle. So, jetzt aber tschüss.